Die längste Drittliga-Winterpause aller Zeiten ist endlich rum. Nach 63 Tagen rollte auch im Breisgau der Ball wieder. Thomas Stamm, Cheftrainer der Freiburger, meinte, es kam ihm vor wie eine Sommerpause. Und auch Ferls Mitch Kniert betont gut, dass es endlich wieder um Punkte geht. 14. Minute, die Ferler ganz in Schwarz mit der ersten Gelegenheit. Krodowski kommt hier an die Kugel, nimmt Maß aus, ordentlich Distanz, fehlt gar nicht viel. Die Ferler müssen heute auf ihren Kapitän Mael Corbos verzichten, der fehlt mit der 5. Gelben gesperrt. Und in der Folge immer stärker werdende Freiburger, was macht Tide da? Fast der Blackout, der zum Tor für die Freiburger führt, und Vincent Vermey verpasst nur ganz, ganz knapp. Das ist der Startschuss für eine richtig gute Freiburger Phase. 25. Minute, wieder ist es Vermey auf Makengo, Jordi Makengo, und wieder Vincent Vermey. Der hat 8 Saisontore, die zweitmeisten der dritten Liga. Solche Dinge hat er auch schon mal im Tor untergebracht. Dann die 37. Minute. Mika Bauer findet Philipp Fahner an die Latte. Da hätte Niklas Thiele nichts mehr ausrichten können. Top-Chance für Fahner, der heute Engelhardt auf der 6er-Position vertritt. Dann Halbzeitpause, Analyse. Was kann man besser machen? Freiburg insgesamt die aktivere Mannschaft, aber eben mit zu wenig Torgelegenheiten. Soll besser werden im zweiten Durchgang. 52. Julian Stark. Nur knapp über das Tor mit leicht Rücklage, aber die Freiburger arbeiten dran, hier in Führung zu gehen. Die drittstärkste Heimmannschaft in Liga 3 immer stärker. Dann der Winterneuzugang Oliver Batista-Meyer für die Ferler bei der Ecke. Ball von den Freiburgern in die Mitte geköpft, und dann gibt es den Elfmeterpfiff. Vorn Schiedsrichter Marco Fritz, der erfahrene Referee, zeigt auf den Punkt, und wir sehen es hier nochmal. Es gibt einen Kontakt. Philipp Treu erwischt hier den Stürmer Joel Grodowski, nur leicht erwischt, und das reicht schon für den Unparteiischen, für den Elfmeter. Eine harte Entscheidung, aber kann man so machen, und es steht 0:1. Die Ferler nehmen natürlich das Geschenk dankend an Vinko Schapina. In der Winterpause seinen Vertrag bis 2025 verlängert und stellt für die Ostwestfalen auf 0:1. Die Antwort der Breisgauer ist aber hervorragend. Und dann diese Szene. Handspiel im 16er, aber Schiedsrichter Marco Fritz sagt nein. Wiklöfs Flanke von Daniel Mikic mit dem Arm abgewehrt, und wir sehen es, das auf der Linie. Also hätte hier auch Elfmeter geben müssen, gab die gelbe Karte wegen zu lautstarken Protestierens für den Freiburger Cheftrainer Thomas Stamm. Die Chance, alles klar zu machen für Oliver Batista-Meyer in der 89. Minute. Verspringt ihm ein wenig der Ball vor Keeper Niklas Sauter. Da hätte alles klar sein können für den Winterneuzugang, für die nächsten 1,5 Jahre geliehen von Dynamo Dresden. Aber so bleibt alles offen. Die 4. Minute der Nachspielzeit. Vincent Vermey gehalten, und dann ist da Maxi Bräunlich. 1:1. Ganz am Schluss noch die Antwort des SC Freiburg. Klasse, wie er den noch an den Pfosten lenkt. Der Niklas Thiele mit Freiburger Vergangenheit, der Keeper. Aber kann nicht mehr verhindern, was dann geschieht. Bräunlich mit dem ersten Tor für den SC Freiburg. Macht mit der allerletzten Aktion des Spiels hier noch den Ausgleich. Wenn man den Zeitpunkt nimmt, natürlich ist es glücklich, aber wir haben nicht aufgehört, daran zu glauben. Es ist eine Stärke, über die 90 Minuten gesehen, mehr als ein verdienter Punkt. Ich finde sogar, wir müssen mehr mitnehmen. Also ich glaube auch, dass wir dann halt relativ glücklich in Führung gegangen sind. Dass wir dann natürlich hinten raus 1-1 spielen in der letzten Sekunde, ist natürlich extrem bitter. Aber wenn man das ganze Spiel gesehen hat, dann muss man auch, glaube ich, vernünftig analysieren, dass auch der Punkt in Ordnung geht und wir damit zufrieden sein müssen. Das trifft das Ergebnis insgesamt gerecht. So ist es. Eine Punkteteilung zum Start ins neue Jahr. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.